Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Es ist bald Wochenende. Nur so zur Info. Oh, das ist schon Wochenende, warte mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, es ist Wochenende, wir haben Samstag. Na mein Gott, hallo. Ich habe eine neue Herausforderung, ein neuer Job könnte die Lösung sein. Was meinst du? Du solltest deinem Herzen folgen. So, Irene. Ah, es tut mir leid, ich sag's immer noch. Räum den Müll weg. Geh auf Toilette. Und danach schaust du zu dem Baby. Oh, im Duett. Du tust es erst mal mit der Herrschaftsdurch schmutzige Windeln wechseln. Dann tust du... Ich find's gleich. Mit der Flasche füttern. Dann tust du es liebkosen. Lebenstier gewonnen. Ben hat den Lebenstier gesellig freigeschaltet. Es schreit. Post ist da. Ja, die Oma hat gelernt, die muss sich auch erstmal um sich kümmern. Ja, wir können ja keine Hände waschen, können nichts. Was denn? Ich würde ja gern. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Weil das Ding ist ja, dann fällt ja Irene auch weg im Haushalt. Und dann müsste Elena definitiv zu Hause bleiben. Nein, nein. Bis Elena nicht erwachsen ist, also junge Erwachsene, gibt's nichts. Ja, was machst denn du? Du sollst das Kind nicht trösten, 15 Stunden. Du sollst das wickeln. Überfordert mit den Enkelkindern oder was? Mit der Flasche füttern. Fräulein. Na? Klickköder-Designerin. Nein! Na, Jenny und Ralf haben Geburtstag. Yay! So, jetzt geht's ja wieder gut. Jetzt kann sie auch ihr Bild weitermalen.
Ja. Und dann kannst du die Post holen. Elefantaro. Das war doch einer der ersten Männer mit, ne, den ich unbedingt als. Wo ist Caleb? Nein, die zwei passen gut zusammen. Hallo? Wo ist der jetzt hin? Den wird sie dann mal bitte auch. Nein, hör auf. So, und jetzt reisen, plaudern, Kamera. Was? Übernachtungsbesuch planen. Was? Ja, er. Bist du bereit, diesen Übernachtungsbesuch zu starten? Derzeit laufende Ereignisse warten. Wenn, ja. Kommt er da jetzt her? Ist der Koffer. Komm, Tentakel. Baby schreit. Baby hat volle Windeln. Schmutzige Windeln wechseln. Dann tust du mal hier wegwerfen. 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 Du darfst doch gerne in meinem Bett schlafen. Hallo. Also für alle, die es interessiert, ne? Das ist Mr. Right. Zwei passen bis jetzt am besten zusammen. Er wird ihr fester Freund. Wie gesagt, nicht verheiraten. Ich möchte es einfach nicht. Er wird nicht heiraten. Also sie wird ihn nicht heiraten. Und vielleicht werden sie sich verloben, okay. Aber ich glaube, auch das. Oh, hier, Elena ist hyperfokussiert. Das müssen wir aus. Oh Gott, der geht. Das wird auch nicht unbedingt passieren. Er wird definitiv auch nicht einziehen. Denn das ist wirklich untersagt. Aber er wird ihr fester Freund und bekommt einen Wohnungsschlüssel. So, also kann er kommen und gehen, wie er möchte. Jetzt geht's los. Der Herr macht seine Hausaufgaben. Hausaufgaben. Dir geht's nicht so gut. Dann kannst du auch ein bisschen spielen, würde ich sagen, hä? Oder hier Fernsehen. Na ja gut, kannst du hier mit Puppen spielen. Oh, du kannst auch hier mit Puppen spielen. Obwohl, da spielt dann die eine und dann haben sie sich wieder in der Wolle und das ist auch nicht so toll. Dann kannst du hier bitte, okay, hier, nein, tippen üben, nee, nicht tippen üben, um Gottes Willen. Das macht keinen Spaß. Spielen, Tasten kommen, dann spielen. Du guckst Fernsehen. Du brauchst auch Spaß. Spaß, Spaß. Dann gehst du bei Elena an den PC. Sims Forever spielen. Was denn hier? Emotionen wohnen. Was? Es ist schwer, wird Zeit, schwarz zu tra. Was? Traurig, weil ich traurig bin. Du verstehst es eh nicht. Niemand versteht mich. Ach du Heiland. Junge, du machst mich fertig. Du hast mal was essen. Und wenn du dann willst, kannst du dich dramatisch wegen Leben weinen. Oh, der ist auch wirklich so ein Dramatiker. Halleluja, ey. So, los geht's. Abschini Muska.
So, na mal sehen, wie das hier losgeht. Ist das sein Foto? Ja! Das ist sein Foto. So, Mutti. Na. Mach ein Nickerchen, das reicht. Der ist gerade dramatisch wein. Oh ne, du nicht an Sammler verkaufen. Wen rufst du denn an? Das ist in Ordnung. Und niemand versteht mich. Armes Mäuschen. Dann geh ins Bett. Geh einfach schlafen. Du musst schlafen, wenn du schlafen kannst. Geh schlafen. Bist du immer noch traurig? Du müsstest aber eigentlich Hausaufgaben machen. Versuchen es mal. So, wie sieht dein Spaßfaktor? Okay. Hä? Dann tu ein Buch lesen. Aufzuspielen. Nein, du machst deine Hausaufgaben. Moritz ist der Einzige, der hier irgendwas anderes machen darf. Moritz ist nämlich fertig mit Hausaufgaben. So, verwenden. Dann darfst du Reste... Ne, warte. Ein Gericht nehmen. Dann räumst du mal bitte den Müll raus. Und dann darfst du spielen gehen. Oh, warte mal, wir haben doch hier hinten auch so ein Spieleding. Gerade spielen. Ich muss mich mal echt informieren, wie das funktioniert mit den So, die braucht auch keine Hausaufgaben mehr machen. Wir können ja öffnen. Und Kerzen auspusten. Ja! Ja! Ja, 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 ja. Hop a burp now! Was ist das? Oh Gott. Veronika hat das Bonusmerkmal erhalten. Du findest... was denn vom Bonus?
Hohes Selbstbewusstsein. Naja, ist doch schön. Alter, mag keine Kinder. Sie ist gemein, sie mag keine Kinder. Was kommt als nächstes? Wir machen einen Sportler aus ihr. Bodybuilderin. Ihr Nabi, ihr Nabi. Um Gottes Wille. Ich meine, ja, sie ist kräftig. Aber... Okay. Nein! Alter Falter! Na gut, passt auf. Wir machen das wie folgt. Ich werde die Folge beenden. Und werde die nächste Folge wieder ein Umstyling machen von Irene, ach Quatsch, von Veronika, denn Frauen dauern bei mir immer Ewigkeiten. Wie gesagt, sie kriegt so ein bisschen den sportlicheren, ach, hier hat sie auch noch eine andere Farbe in den Haaren, sportlicheren Stil. Ja, wir werden mal sehen, wie ich das hinkriege. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge von Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Bis dahin. Ciao.